Hallo, hallo, schönen Abend. So, ich möchte mal zeigen, habe da eine Geschenkverpackung gebastelt. Die kann man rausziehen, ne? Und wieder reinschieben. Zweiteilig. Ja, mit eben so einer Tüte mit einer Banderole. So drumherum. Ja, könnte man auch festkleben, aber ich dachte, ist auch so sehr praktisch, ne? Kann man die Schleife dann so lassen, dran lassen, ne? Man könnte es auch aufbinden, ne? Aber so hat man das dann so zum Rausziehen. Ja, bisschen verziert, was ich so mir rausgesucht habe. Ne? Okay, so dann möchte ich mal die Schachtel noch mal jetzt basteln. So, und zwar habe ich zwei Teile. Punchboard von VR Memory Keepers, ne? Diesem Back Punchboard, ne? Mit dem habe ich das gemacht. Erstmal die gefaltet, alles gefaltet. Und ja. Sehr einfach, das kennt man ja schon, ist kein neues Board, es ist schon sehr bekannt, ne? Ja, und ich habe mir da auch im Internet so ein paar Inspirationen geholt zum Thema, ne? Und dann habe ich mir diese Variante jetzt ausgearbeitet. So. Und zwar, es ist aus zwei Teilen, habe ich es gemacht. Das ist ja dieses Vellum, ne? Kennen ja viele. Und ja, ich hatte schon einiges dem mal gewerkelt, gebastelt. So, und diesmal dachte ich, ja, hole ich mal wieder raus. Und ja, dann habe ich die zwei Teile und dann habe ich hier, naja, Bodenlaschen noch. Genau. Umknicken. Ist sehr einfach, ne? Und da kann man das dann machen. So, dann kommt einfach das starke Klebeband drauf. An den Seiten. Hier die Klebelaschen, ne, sind ja, weil Vellum ist ja echt nicht einfach, ne, so zum Verkleben und so weiter. Deswegen, obwohl in dieser Variante, man könnte es auch tauschen, ne, innen drinnen das Cardstock und außen Vellum, ja, auch eine Option, ne? Werde ich vielleicht auch mal machen. Und ist auch schnell gemacht. So, und dann hier noch von innen die
Bodenzwiebel lösche auch noch einmal. Ihr wollt das. Und jetzt zusammengebaut. Oben die Kanten, ne, schön stimmen. So, und dann die zweite Seite auch. So, dann wird es einfach das hinein, das rüber und dann schön schauen, dass es gerade guckt. Ja. So. So. Jawohl, dann haben wir die Tüte. Klein. Einfach so. Packen, ne? So eine Tüte. Jawohl, dann das ist das eine. Dann habe ich da ein bisschen Schub. Gut. Und als nächstes habe ich noch so einen Streifen mir ausgemessen. Und zwar ich habe hier diesen Stanzer, ne, mit dieser Etikettenstanze. Damit habe ich das gemacht. Und hier habe ich anderes geholt. Warte mal, ein bisschen liegen. Da habe ich mit dieser Stanze. Ja, ist aus diesem. Aus diesem Set haben ja einige, ne, diese Tex-Schablonen. Und die ja, hat auch hier die Lochung und passt genau auch die Maße hat. Das Papier, was da reinpasst, sind auch 2 Inch eben. Und da habe ich das jetzt eben einfach so. Nur die Spitze. Warte mal. Zum Beispiel, ne? Hier so 2 Inch abgeschnitten, dass es richtig reinpasst. Und dann lege ich es einfach hier vorne rein. Bis an die Kante, ne? Und stanze durch, nur die Spitze hier vorne. Das ist ja alles okay. Das passt genau rein. Und die andere Seite auch. Das Stück ist 12 Inch lang. Eben so ein Abschnitt von, habe ich so Reste. Ne? Und deswegen kann man die dann hierfür verarbeiten. Ne? So, und so habe ich das jetzt auch. Eben, dass das sich nicht stanzt. Das kennen ja viele, wie das geht. Eben. Und damit habe ich diese gemacht. Ne? Ja, schön geworden. So. Für diese dachte ich nämlich doch noch das Grau hier und kommt drauf. Gefalzt wird es auch noch. Hier bei dem Fall habe ich da 2 Falzungen gemacht, weil der Boden ist 2 Inch
ein bisschen vielleicht, wie es ausfällt, ne? Und da kann man das ausmessen, dass man dann von jeder Seite misst, dass in der Mitte 2 Inch bleiben, ne? Es ist so. Man kann es kürzer machen, länger machen. Es steht nicht unbedingt, dass es fest diese Größe ist, aber ja, ich sag mal, durch 4 7/8 und 7 1/8, ne, so ein bisschen mehr. Man kann auch ein bisschen weniger machen, wie diese Tüte da oder diese Tasche, wie sie ausfällt dann, ne? Aber so ist das eben Standard. In der Mitte eben 2 Inch lassen, ne? So. Ja, und dann kommt sie da rein. Ich habe da so ein Reststückchen von der Schleife noch. Kommt auch noch. So. Farblich passt es hier. Dann kommst du da rein. Genau, haben wir auch diese gepackt. Und Schildchen habe ich da ein paar passende Etiketten sozusagen rausgeholt und auch noch einiges da gestanzt. Ich hatte ja gestern vieles noch ja, vorgestempelt noch, ne, und da wollte mal das dann drauf kleben. So ein Schildchen, das ist eins, wo habe ich es denn hingelegt? Ist auch aus einem Action-Set, ein altes. So eine Tanzschablone, diese war es, ne? Habe ich zweimal, einmal in Gold, weil da Goldfolierung ist, ne, auf dem Vellum da. Da dachte ich, passt das als Unterleger. Und ja, werde ich dann das einmal in der Mitte so durchschneiden und dann unterlegen und da auch noch. Und da hat man so einen Goldrand, ne? So, das kommt da drauf. Bis wohin war ich denn? Ja, es hat genug Platz. Beides aufkleben.
mit Glitzer Karton. Man könnte auch Spiegelkarton nehmen. Ja. So passt das und dann alles schön mal. So, und gestern hatte ich auch das noch gestempelt. Da werde ich mal dieses Ich wünsche dir als Fähnchen noch zuschneiden. Hat man auch noch ein bisschen. So. Das auch noch. So, dann geht's an ans So, das Schildchen auch jetzt werde ich auf die Schaumpads setzen. Das dann kommt gefällt mir besser. So, da kommst du drauf, Augenblick. So, mal schön platzieren. So, das eine. Und das tackere ich einfach fest. Hier. Muss mir meinen kleineren Mini-Tacker holen, ne? Mit dem ist es besser. Gut, der macht es auch. Genau, da habe ich es einfach so festgetackert. Kommen noch ein paar Steinchen drauf. Ich überlege hier eventuell dahin. Naja, ich sag so. Ohne okay. So, dann setze ich mal. Ich glaube, die Schleife werde ich mal binden, ne? Dass sie fester ist, aber rutscht so ein bisschen. Hier setze ich so ein Steinchen. Und hier noch. Wenn man braucht, ist er gerade nicht bereit. Aber ist okay. So, und du noch. So. Bisschen so ein Klecks, ne? Ja. Dann ist es auch dieses Geschenk. Tütchen, ne? Ja, ist eben auch, wie gesagt, aus zwei Teilen, ne?
Man kann es auch wieder rausholen. Obwohl auch festkleben kann man es auch, ne? Dass es richtig fest drin sitzt und ja, man kann es ja schmücken, wie viel man da so möchte. Ich hatte auch sowas noch einfach gebunden, mal ein kleines Schleifchen. Könnte auch irgendwo noch dran, aber so reicht es aus, ne? Hier hatte ich auch so eins dran geklebt. Lack hatte ich mal so vorgefertigtes gehabt. Ja, da kann man noch ergänzen. Und so eben so eine gute Tasche, gute Verpackung, ne? Jawohl. Okay. Das war die Idee. Ich danke euch dann, dass ihr mir zugeschaut habt und wünsche schönen Abend noch. Tschüssi.